Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock 2. Wir starten jetzt etwas länger in dieser Küche. Naja gut, ja, also ihr musstet lange warten. Ich hoffe, wir haben nicht keinen Schimmel angesetzt und ich habe keinen Plan mehr, was wir jetzt letztes Mal gemacht haben, wie die Steuerung geht und... Okay, damit wechsle ich Waffen. Ich will wieder die Schrotflinte haben. So. Und wo wir hin müssen, ich habe gerade irgendwas von einem Hauptschlüssel gelesen. Und die Musik ist ein bisschen laut. Mal sehen, wie es weitergeht. Aber, oh, da sind welche. So. Okay. Die kommen auch irgendwie looten, ne? Ah, mit F, okay. Mach ich mit E. Mit Q. Ah, wechsle ich die. Ne, mit Q wechsle ich durch. Was mit E mache, keinen Plan. Ah, heilen, heilen, heilen. Könnte ich mit E? Ne, mit E nehme ich auch keine Eve-Spritze. Die macht er anscheinend automatisch. Dann haben wir noch ein bisschen Bohrertreibstoff, den wir nicht brauchen. Und ich habe keine Munition mehr in der Schrotflinte. Yay, yeah, fängt ja gut an. Nadel, Nieten, schwere Nieten, Fallnieten, Nieten. Okay, was haben wir da noch drin? Kugeln fürs MG. Das war doch totaler Mist, das MG. Hier ist auch nichts mehr. Okay, folgen wir einfach mal dem Pfeil und gucken, wo uns der hinführt. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Da sind Leute, da sind Leute, da sind Leute. Und... ein weniger. Na, ich habe noch so einen Roboter. Da war auch irgendwas, da nehme ich vielleicht besser abfackeln. Weil sobald er die ja anschießt, könnte sich ja wieder bewegen. Beziehungsweise ich habe jetzt auch gerade das MG hier. Kann er nachladen. Das war ja da irgendwie so. Woo! Autsch. Sogar zwei von diesen Roboter-Dingern. Ah, den kriege ich ja ganz gut runter gerade. Hey! Nachladen und hier können wir... ich höre einen Big Daddy. Ich höre einen Big Daddy. Yay, ein Big Daddy, Big Daddy. Hallo, Big Daddy. Ne, du hast keine Lichter, dann bist du mir ziemlich egal. Wie viele von den Robotern habe ich jetzt noch? Einen? Sieht nur noch nach einem aus und der ist nicht mehr sehr gesund. So, den hier mal gerade untersuchen. Oh, der hat ein Tagebuch und ich fange an und bin direkt leise. Juhu. Na dann, hören wir dem mal zu. Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Bahnstation, mein Junge. Gut, das heißt, da muss ich jetzt wahrscheinlich das wahrscheinlich gleich endet. Wenn der mich unterbricht, hören wir uns hier in Ruhe das Tagebuch mal an, während es auf uns drauf regnet. Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Den Tonika für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Ich glaube, wir haben gerade Hartwig Leo gefunden. Der sieht aber nicht mehr so schön aus. Aber jetzt wissen wir, wie die Blutes entstanden sind. Ich habe Geld gefunden. Geld, yay. 5 Dollar. Ich hab einen Dollar. Ich hab einen Dollar. Ich hab einen Dollar. Hey, hey, hey. Okay, gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Ah, ich erinnere mich so langsam ein wenig wieder.
Die hatten wir ja gerettet, weil sie uns für ein Monster hält, das hier die... Wie hieß sie noch? Nicht Eleanor? Eleanor ist im Neuen. Oder hieß sie auch Eleanor hier? Oder, ne, hier war das Eleanor, im anderen hieß sie anders. Im Neuen. Wie hieß sie im Neuen? Elizabeth. Also hier ist auf jeden Fall die Eleanor und... Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen. Aber bei mir geht das nicht so leicht. Ah ja, bei dir geht das also nicht so leicht. Okay. Gut zu wissen. Brauche ich mich heilen? Ja, ne, eigentlich nicht. Hab ja noch die Hälfte an Leben. Passt schon. Nimm dir den Hauptschlüssel und steck ihn in die Steuerungsbox in dem Ticketschalter da. Dann öffnen sich die Tore. Ja, Schlüssel einführen. Ich führe da auch ein bisschen... lassen wir das. Den Schlüssel natürlich jetzt ein. Ansonsten nichts anderes, habe ich gedacht. So, und jetzt muss ich da rein. Okay. Ah, wir kommen jetzt in ein neues Gebiet, schätze ich. Na dann. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Klar, ich feile nicht los ohne Pfeifen. So, ich glaube nämlich, das Ding verfolgt uns jetzt nicht weiter, der Roboter. Und wir sind im nächsten Gebiet. Denke ich jetzt mal irgendwie. Na dann, auf nach Pauper's Drop. Oh ja, ich habe mich natürlich vertan. Wir fahren nicht zum Pauper's Drop, wir fahren vom Pauper's Drop weg. Habe ich natürlich falsch gelesen, aber kann immer mal passieren. Oh. Höret mich an, ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. What the? Ich dachte gerade so, der fliegt einfach an mir vorbei. Der hat voll das Teil zersägt. What happened jetzt? Hallo? Junge? Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Oh. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Okay, also hier komme ich jetzt nicht rein, weil, ja, sehen wir da ja Security Lockdown, da ist Wasser drin, das ist kaputt. Da kommen wir nicht rein, also müssen wir hier lang. Also, gehe ich jetzt mal gerade von aus, weil, was passiert, wenn ich jetzt hier, weil ja sagt der Dinosaurus Park, nicht hier, wie ist es, Siren Alley, wo wir eigentlich hin sollten. Ne. Der Park ist abgeriegelt, Chef, da geht erstmal gar nichts. Aber wenn du zu der Pumpenstation in der Siren Alley gehst und den Laden trockenlegst, dann kommst du durch diese Luftschleuse rein. Adam gefunden. Adam. Hm? Nee. Ah ja, was hat denn der auf der Schulter, der Big Daddy? Der hat eine riesige Lampe. Ja, ich glaube, wir sind ein stinknormaler Big Daddy ohne irgendwelche... Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Eleanor gehört mir. Meine Eleanor. Meine kleine Eleanor. Ich bin ihr Big Daddy, sonst niemand. Was haben wir denn hier noch? Oh, 50er Kugeln. Yay. Okay. Ich finde, das sieht irgendwie, also wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist, immer noch recht geil hier unten aus, so gesehen. Also klar, kann jetzt nicht mit Crysis 3 oder Battlefield irgendwie mithalten, aber dafür, dass das hier komplett unter Wasser ist und so, und das Spiel von, ich glaube, 2010, 11 ist, also auch, ne, sogar älter, 2009. Ich weiß es gerade nicht. Steht bei mir in der Beschreibung drin. Ja, Siren Alley, da wollen wir auch hin. Und ja, dann gehen wir hier mal rein. Ne? Mal gucken, was uns hier erwartet.
Training. Und direkt erstmal das Teil hier nehmen. Wow. Oh, da oben ist ein Big Daddy. Lasst ihr wohl den Big Daddy in Ruhe? Das ist mein Ziel. Ja, sollt ihr doch mal gegen die kämpfen. Wir haben hier... Oh, ein Tagebuch. Dann hören wir uns das mal an. Herr, was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt, obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt, doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen, damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus? Ich bin allein, Herr. Allein. Und ich warte auf ein Zeichen. Du Schatten. Redet er hier vom Protagonisten aus dem ersten Teil wegen hier Andrew Ryan? Zerschlagen und so. Ich wollte eigentlich den El Bandito hier hacken und dabei nicht das Tagebuch stören. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen länger hier gebraucht. Aber setzen wir mal hier. Oh ja, genau. So war das ja. Mit F kann ich hacken. Okay. Und hacken. Hacken. Und ah, scheiße, da warte ich, bis ich da bin. Und yay, wir kriegen Auto-Hack-Pfeile und nur Auto-Hack-Pfeile. Gut, gucken wir mal, was können doch hier Schrot. Oh, können Schrot kaufen. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Man sollte vielleicht vorher gucken, wie viel Geld man hat und wie teuer Munition ist. So, aber wenigstens eine volle Schrotflinte haben wir jetzt. Und gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Hm? Little Eden Plaza. Was denn? Was beschießt mich? Oh, da fallen irgendwo Bomben rum. Ich weiß nicht von wo. Ach, da oben. Musst du gerade sagen, mein Freund. So, erstmal die Eve-Spritze hier einsacken. Nein, dich lasse ich erstmal in Ruhe. Bäm. Nehmen wir hier noch ein bisschen Muni. Zwar nur fürs MG. Ja, ich bin einsam. Ich habe keine Little Sister. Willst du mir das schenken? Oh, da liegt noch ein Medipack. Sehr cool. Ja, hallo? Leiche haben wir auch. Achso, die hat hier gerade die Leiche ausgenommen. Ja, mit dem Big Daddy, da will ich gleich hier erstmal ein bisschen bauen, weil ich weiß nicht, was der hier für eine Riesenkanone hat. Ich bin doch weg, 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 ich bin doch weg. Wo sind die? Hier sind die. Ja, doch nicht. Hä? Da läuft kommt einer. So. Und nur noch eine Schrotpatrone. Das ist nicht so gut. Aber noch ein Verbandkasten. So. Und hier wieder auf Abfackeln wechseln. Weil wir jetzt das schöne MG benutzen.
Weil die Nagelkanone hier ist nicht so der Bringer. Im ersten Teil war die Armbrust ziemlich geil, weil die halt so genau war. Konnte man die schön schocken und einen Headshot verpassen. So, ich habe aber eben auf dem Klo noch was gesehen. Da ist noch eine Registrierkasse. So. Machen wir mal ein bisschen Musik an und hier haben wir noch einen El Bandito, den hacken wir auch gleich, nachdem wir uns hier Kram rausgeholt haben. Kein Eve mehr, yay. Oh, noch ein Tagebuch. Und eine Eve-Spritze. So, Bohrertreibstoff ist egal, dann hören wir uns mal das Tagebuch hier auf dem Klo an, während ich noch ein bisschen gucke zu looten oder so. Die Verluste an Little Sisters sind nicht mehr hinnehmbar, seit Big Daddies niedergemacht werden wie Elefanten von einer Meute Hyänen. Als Reaktion darauf haben wir mit der Produktion eines neuen Big Daddy-Modells begonnen. Spitzname Rumbler. Er verschießt hochexplosive Munition, um Gruppen von Splicern zu zerstreuen. Dann folgen kleine automatische Geschützsalven, um den Rest auszuschalten. In unseren Tests erwiesen sich die Rumbler als hocheffektiv. Auch wenn sie eine ziemliche Sauerei hinterlassen. In Raptures Rüstungswettlauf sind es nicht nur die Splicer, die sich weiterentwickeln. Ah ja, und ich habe mich gerade verhackt. Scheiße, scheiße, scheiße. Na, toll. Lad nach, lad nach. Ja, also jetzt wissen wir schon mal, was dieses komische Geschütz da ist. Das feuert böse Sachen auf uns. Und wir haben schon wieder keinen. Habe ich jetzt beide platt? Ja, gut. Ah, scheiße. Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal, weil das kostet ordentlich. So, auf dem Rückweg. So und da. Dann kriegen wir Bohrertreibstoff. Ihr wollt mich doch wohl. Na, ne, diesmal kaufe ich mir hier nichts. So, ich sehe aber gerade, unsere Zeit ist schon wieder um. Und damit verabschiede ich mich vom Klo dieses Mal, von der Küche ins Klo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö. Ciao mit V.